Hallo, ich bin Jelena. Ich habe einen YouTube-Kanal, der genauso heißt wie ich. Bei mir dreht sich alles um DIY und Einrichtung. Heute zeige ich dir zusammen mit Davanda und Dremel, wie man Leder graviert. Man kennt ja Dremel eigentlich eher so aus dem Heimwerkerbereich für die etwas gröberen Projekte. Es gibt aber auch Geräte, mit denen du ganz filigran arbeiten kannst und die sich besonders für Designer und Kreative eignen. Für das Projekt brauchst du den Stylo Plus, Zubehör zum Gravieren, Schleifen und Polieren, eine Ledertasche, Vorlagen. Ich habe hier so ein paar Tiere vorbereitet. Zum Übertragen der Tiere auf die Tasche brauchst du eine Ahle, Kohlepapier, zum Schutz Handschuhe, eine Schutzbrille, eine Staubmaske, eine Anti-Rutschmatte und zum Schluss ein Tuch und Lederfett. Als erstes geht es darum, das Motiv auf die Tasche zu übertragen. Ich habe mir jetzt hier das Lama ausgesucht und das schneide ich jetzt erstmal aus und ein Stück Kohlepapier dazu. Ich habe hier jetzt meine beiden Zuschnitte. Bei dem Kohlepapier musst du darauf achten, dass die dunklere Seite die Seite ist, die nach unten auf die Tasche gelegt wird. Ich zeichne jetzt die Linien meines Lamas mit der Ahle nach. Du kannst dafür auch einen Bleistift nehmen. Ich habe mich für die Ahle entschieden, weil die feinere Linien macht. Achte dabei auch darauf, dass du Bleistift oder Ahle möglichst senkrecht hältst. So sieht das Ganze jetzt aus. Es reicht auch wirklich, wenn du ganz zarte Linien zeichnest. Hauptsache, du kannst dein Tier erkennen. Jetzt geht's weiter mit dem Gravieren. Das mache ich mit dem Stylo Plus von Dremel. Der eignet sich besonders gut für solche filigranen Arbeiten, weil der super leicht ist und so eine Stiftform hat. Den kann man einfach so halten und dadurch auch relativ lange damit arbeiten. Und für zu Hause ist er auch besonders geeignet, weil der wirklich super leise ist. Jetzt spanne ich mein 0,8 mm Graviermesser in den Dremel ein. Dafür drücke ich diesen Feststellknopf, stecke das Graviermesser hier in das Bohrfutter und drehe das Ganze zu. Das ist auch super einfach. Und bevor es losgeht, lege ich aber noch meine Schutzkleidung an. Und dann zeichne ich mit diesem Graviermesser die feinen Linien einmal nach. Damit die Linien möglichst sauber werden, geh lieber öfter drüber und dafür nicht mit so viel Druck. Wenn du Linien hast, die dicker sein sollen, dann nimm ein größeres Graviermesser. Damit die Schnittkanten besonders schön und hochwertig aussehen, benutze ich das Fräsmesser. Mit dem Zubehör, das bei dem Stylo Plus dabei ist, könntest du jetzt noch die Kanten polieren und schleifen. Ich belasse es jetzt dabei, fette die Tasche aber noch mit Lederfett ein. Meine Tasche ist jetzt fertig, der Dremel passt perfekt da rein, zusammen mit einem Notizbuch. Und so werde ich das heute auch verschenken an eine Freundin von mir, die sich da super doll drüber freuen wird, das weiß ich. Und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.